Guten Tag, wir sind jetzt hier heute bei dem Label Unifoil. Das ist der Kai Stemmer, der hat eine Profikarriere als Stand-Up-Racer-Paddler hinter sich gebracht hat und ist jetzt für den Vertrieb halt von Unifoil in Deutschland und Dänemark, Holland, Belgien, Österreich verantwortlich. Und der gute Mann wird uns jetzt halt mal sein Programm kurz noch vorstellen. Wie ist das gesamte Programm von Unifoil ausgerichtet? Ist es eher, würdest du sagen, orientiert, performance-orientiert oder ist es eher komfort-kontroll-orientiert? Was ist eure Hauptzielgruppe? Ist eine Balance zwischen Performance und Kontrolle, aber in einem fortgeschrittenen Bereich. Unifoil kommt ursprünglich aus der Welle, ist sehr, sehr stark im Prone-Foilen vertreten. Ist ja auf dem Rest der Welt schon viel weiter fortgeschritten, der Sport, wo die Leute halt sehr versiert nach den passenden Foils für ihren Fahrstil suchen. Und genau da setzt Unifoil an. Und hier in Deutschland oder in Nordeuropa, vor allem jetzt auch im Wing-Bereich bezogen, spricht man mit der Marke definitiv eher die Leute an, die wirklich nach dem passenden Foil für eher auch Wellenbedingungen suchen oder halt diesen extremen Glide. Und wenn man dann mit Unifoil warm geworden ist, da hat man dann extremen Komfort, weil die Foils sehr, sehr neutral sind im Vergleich zu Konkurrenzprodukten, die mit sehr vielen Kräften arbeiten, was für einen Einsteiger als Komfort wahrgenommen wird, weil er gegen was arbeiten kann. Ja. Bei Unifoil sind diese Kräfte komplett neutralisiert, was dem fortgeschrittenen Fahrer dann die extreme Möglichkeit gibt, mit sehr geringen Manöverbewegungen die Manöver zu fahren und dann auch vor allem in der Welle nicht zu überpowern und dann wirklich sauber solche Manöver zu fahren, ohne großen Kraftaufwand. Also die Flügel sind schon frei und müssen ein bisschen geführt werden, aber schon in Richtung ein klein bisschen mehr Performance. Sie sind definitiv in ihrer Nische auf Performance, ja. Aber sie sind jetzt in Bezug auf Performance, viele Winger verstehen unter Performance oft Geschwindigkeit auch. Da sind sie nicht zwangsläufig ganz weit vorne mit dabei, weil sie keine Race angehauchten. Performance ist für uns natürlich auch in dem Fall, jetzt wenn wir es vergleichen, Neutralität halt in den verschiedenen Turns halt eine große klaglose, wenig kraftvolle Handhabung halt in einem großen Geschwindigkeitsbereich. Da sind sie sehr performance-orientiert, genau, weil sie genau nämlich diese Querkräfte, die man bei anderen Foils hat oder diese Beschleunigungskräfte, das Überpowern, wenn die Welle mal ihren Druck ändert, das ist bei denen ganz rausgefiltert worden, sodass man sich wirklich komplett auf die Manöver und auf das Foil konzentrieren kann, wo man hinfahren will. Fühlt sich natürlich am Anfang, wenn man jetzt von Konkurrenzmarken kommt, die mit viel Druck arbeiten, sehr, sehr loose an. Ja. Also man fühlt sich manchmal ein bisschen verloren drauf im ersten Moment. Ja. Sobald man aber das wertschätzen kann, wie locker sich dieses Foil fährt, hat man halt diese extreme Kontrolle über das Foil, weil man nichts mehr über Kraft machen muss, sondern wirklich, wie man das von einem guten Surfbrett ähnlich kennt, mit ganz leichter Gewichtsverlagerung wirklich dorthin fahren kann, wo man hin will und nicht mit Kraft das Foil überzeugen muss, dorthin zu fahren. Ja. Und das ist dieser extreme Vorteil. Aber wie gesagt, man muss ein gewisses Level mitbringen, damit man das wertschätzen kann, weil man als Anfänger halt doch immer noch gerne auf das Feedback vom Foil achtet, weil man dadurch dann seine Gewichtsverlagerung, die vielleicht noch ein bisschen fehlgeleitet ist, halt schnell korrigieren kann. Klar. Bei Unifoil endet das öfter dann mal im Wasser, wenn man doch ein bisschen mit einem Bleifuß, sag ich mal, auf dem Brett rumläuft. Genau. Ihr habt ein sehr individualisiertes Programm. Zeig uns doch einfach mal kurz halt hier die Genau, es die, gibt unterschiedlichen drei Linien. Es gibt einmal die Viper Series. Das ist das High Performance Wave Foil für wirklich steilere, stärkere Wellen. Kommt von einem 190er Square Inch runter auf 90. Das kleine, das ist so ein ganz extrem beliebtes Big Wave Foil für Toe-In. Ist ein sehr, sehr schnelles Foil, wird mit einer langen Fuselage meist gefahren. Damit fahren die Australier, die Afrikaner, fahren damit sehr viel Big Wave. In der mittleren Range 150. Der Vorteil liegt da drin halt, dass es halt einfach bei einem schnellen Speed halt nicht anfängt zu drücken. Du schießt dich halt nicht aus der Welle raus, sondern du kannst halt den Winkel halt, den die Schulter hat halt, kannst du halt wirklich einfach genau in dem optimalen Winkel auch bedienen. Richtig. Ohne dass es dich anfängt vorne rauszuheben. Richtig. Hat auch ein sehr dünnes Profil, ist ein Mid-Aspect, also ein eher gedrungenes Foil. Für die Drehfreudigkeit und dass man auch besser in die Pocket passt, weil dieses Foil wirklich so konzipiert wurde, dass man das wie vom Wellenreiten auch kennt, top to bottom. Also wirklich der Welle wegfährt, einen Bottom-Turn fährt und versucht so vertikal wie möglich die Welle zu attackieren, was natürlich mit dem
Trend, der jetzt gerade vor allem auch im Wingfoil High Aspect viel Gleitfähigkeit nicht so einfach ist, weil diese großen Tragflächen halt einfach nicht so wendig sind. Klar. Da setzt der Viper an, ist auch ein extrem cooler Flügel zum Freestylen, jetzt auf Wing wieder bezogen, weil er halt durch dieses Kompakte sehr leicht zu landen ist. Ja. Und aber dadurch, dass er aus schnellen Wellen kommt, auch so viel Speedpotenzial hat, dass man sehr gut springen kann. Ja. Genau. Wurde auch sehr viel für so Air-Manöver benutzt. Also die Jungs fahren den sehr, sehr gerne in großen Wellen. Ja. Dann gibt es die Hyper Series. Das ist die Hyper 2. Das ist die Weiterentwicklung sozusagen. Das ist ein High Aspect. Der Hyper 1 war der allererste High Aspect Flügel, den es jemals gab. Also Unifoil ist nennt sich der Erfinder des High Aspect. Danach haben alle Marken das quasi genommen. Vorteil ist wie beim Segelflugzeug. Wie alt ist das Label? Das Label ist 8 Jahre alt oder so, glaube ich. Also der, genau, Clifford hat das mal in der Garage für seine Kumpels gebaut, sozusagen, kommt aus dem Flugzeugdesign und hat damit direkt die Leute in Afrika überzeugt und dann wurde daraus nach und nach immer mehr. Und genau, der Hyper ist überzeugt halt mit seinem Glide, hat auch ein recht dünnes Profil. Im Moment ist ja der Trend viel auch für Leichtwind, auch mit dem ganzen Flatwater Paddle Up für ein bisschen dickere Profile mit großer Spannweite, weil die einen sehr, sehr geringen Stall Speed haben. Das heißt, man kommt sehr früh los. Der Hyper ist ein bisschen anders. Der kann auch sehr gut geringe Geschwindigkeiten fahren, braucht aber zum Starten erstmal, damit er ins Gehen kommt, ein bisschen mehr Geschwindigkeit, weil er ein sehr, sehr dünnes Profil hat. Hat dadurch aber einen sehr, sehr guten Glide, lässt sich auch sehr gut pumpen, weil er nicht zu schmale Cord hat. Das heißt, der Strömungsabriss ist nicht so fatal durch das dünne Profil. Wenn die Cord ein bisschen, also die Tiefe des Flügels quasi kürzer wird, dann werden die immer sehr sensibel gegen diese Pumpbewegungen. Und der Hyper eignet sich auch extrem gut für so schwache Wellen. Also runde Schultern, auf denen man einfach gleiten will oder halt auch, wenn man durch Manöver mit Geschwindigkeit durchfliegen will, ist das ein super Flügel. Das kleine Modell wurde auch nochmal zum Wing mehr optimiert. Das hat eine 1000er Fläche ungefähr. Da wurde auch noch mal ein bisschen mehr auf Steifigkeit geachtet, damit man damit springt. So ein großer Flügel wie hier, die sind eher wirklich zum Fahren und jetzt nicht unnötig viel zum Springen geeignet. Ja. Genau, das ist so der Trend der Gleiter sozusagen. Und dann hat Unifoil was ganz Neues rausgebracht. Und zwar den Progression. Hat wahrscheinlich fast jeder schon irgendwie mal bei Instagram gesehen. Hat einen extremen Hype im Moment. Auch ein Prone-Foil-Flügel eigentlich, der aber jetzt immer mehr auch zeigt, dass er seine Stärken im Wing, im Downwind-Foil, in allen Bereichen hat, weil er verbindet diese beiden Welten, die wir jetzt gerade beim Viper und Hyper hatten. Ja. Er ist ein wendiger Flügel, ist aber ein High-Aspect, der aber sich fährt wie ein Mid-Aspect. Das heißt, wir haben einen extremen Glide, wir haben einen sehr geringen Stall-Speed, weil das Profil aufgebogen ist. Dadurch kann er einfach mehr Lift erzeugen bei geringeren Geschwindigkeiten und hat aber wie ein Mid-Aspect seine Auftriebsbereich eher in der Mitte und die Tipps sind extrem ausgedünnt, wodurch man ihn breachen kann. Das bedeutet, das Foil kommt aus dem Wasser raus und saugt aber nicht die Luft am Profil lang, sodass wir einen Strömungsabriss kriegen, sondern wir können ihn perfekt wieder eintauchen und ist dadurch ein extrem genialer Flügel, der eine große Geschwindigkeitsspanne hat. Also er fängt sehr früh an. Und geht auch sehr weit nach oben, ist nicht der schnellste Flügel als High-Aspect-Flügel, aber dafür einer der allerwendigsten, die es da draußen gibt. Und eignet sich extrem gut auch hier bei uns an der Ostsee. Das ist jetzt das kleinere Modell, der 140er. Klingt sehr schön für unsere Bedingungen. Genau, also vor allem diese schwachen Wellen, weil das Schöne ist, der wurde nicht mal dort entwickelt, wo viel Welle ist, so wie der Viper, der wurde in Australien entwickelt, in druckvollen Wellen, sondern der Progression kommt aus Florida, wurde vom Progression Project entwickelt. Die haben auch ganz viel so Windwelle, ähnlich wie wir. Und dort ist aber Prone-Foil sehr, sehr stark. Und er hat versucht, wirklich ein Foil zu entwickeln, was mit schwachen Wellen klarkommt, einem den Glide gibt. Aber auch, weil wir ja sehr kleine Wellen haben, die nicht ein großes Face haben, wo wir jetzt große Radien fahren können mit einem High-Aspect, dass wir enge Turns fahren können. Und, das ist das Schöne an dem Flügel, der Flügel entwickelt auch Speed in der Kurve. Dadurch, dass er extrem viel Gullwing Form hat. Das heißt, die Tipps gehen noch mal ein bisschen flacher. Ja. Wir haben hier so einen leichten Knick und dann ist er in der Mitte noch mal aufgebogen, so aufgedoppelt. Und dadurch kann er auch, wenn er schräg angestellt ist, trotzdem den Speed halten und Druck aufbauen. Das heißt, man kann ihn auch in der Kurve pumpen, was bei ganz geraden High Aspects natürlich oft schwierig ist. Die sacken immer ein bisschen zur Seite ab. Und deshalb extrem cooler Flügel für unsere Ostsee-Bedingungen. Vor allem, wenn wir immer so ein bisschen auflandigen Wind haben und so kleine Welle, dann kann man wirklich sehr, sehr häufig den Wing einfach wegpacken.
weil wir brauchen den nicht mehr, weil die Energie der Welle so gut ist, dass wir wirklich über große Strecken fahren können. Und selbst der 170er, der jetzt nur eine 1100er Fläche hat, der ist bei meinem Körpergewicht von 95 Kilo schon sogar ein Pump-Vollflügel, was bei der kleinen Fläche eigentlich schon sehr erstaunlich ist. Und das ist auch ein super Leichtwindflügel, mit dem man halt wirklich viel machen kann. Und da kommen jetzt auch noch mal zwei extra Größen raus, nämlich ein 200er, noch größerer, für wirklich ganz marginale Bedingungen. Glaube ich, wird ein sehr, sehr guter Flügel für extreme Leichtwindbedingungen. Und es wird ein 120er, 125er geben, der ähnliche Streckung hat, aber ein kürzeres Profil mit mehr Speedpotenzial. Wenn die Welle mal noch größer wird, wird wahrscheinlich auch ein sehr, sehr guter Downwindflügel für alle, die fortgeschritten sind. Wir sind ja beim Downwind noch sehr am Anfang in den Kinderschuhen. Aber so viele, wie gerade da langsam einsteigen, glaube ich, wird es dann irgendwann für uns auch nötig. Genau. Ein schöner Hype halt, wo viele drüber reden, aber ich glaube, es ist halt noch... Es ist noch sehr in den Kinderschuhen. Ein langer Weg. Genau, genau, genau. Aber da werden sich, glaube ich, solche Flügel dann irgendwann durchsetzen, weil wir halt nicht immer perfekte Bedingungen haben. Wir brauchen Flügel, die eine große Range abdecken und vor allem auch zuverlässig sind. Also auch viele, die den Progression jetzt ausgetestet haben beim Wing, sagen, es ist ein Flügel, der einen zum Beispiel in Halsenmanövern nie im Stich lässt. Weil selbst wenn man sich vertritt beim Fußwechsel, viele Flügel kommen dann runter, weil sie halt doch sich verlenken oder den Strömungsabriss haben oder austauchen und dann Luft saugen. Und der Progression fliegt einfach weiter und man kann dann sich doch sortieren und weiterfahren. Genau. Eignet sich dadurch auch super bei bögigen Tagen. Also man ist nicht der Schnellste auf dem Wasser, das muss man immer ganz klar sagen, weil viele wollen immer schnell sein. Aber es ist ein Flügel, auf den man sich voll vertrauen kann und einfach eine coole Session draußen hat. Und einfach das nutzen kann, was wir als Spielwiese jetzt hier zum Beispiel an der Ostsee einfach haben. Ja, genau. Dafür ist ja perfekt. Genau, das sind so die Range. Von der Konstruktion, wir haben, wenn wir uns das hier anschauen, wir haben immer die Front ist halt alles Monocoque. Richtig. Mit der Montage halt, wie gesagt, halt von der Fuse halt, die direkt halt den Mast aufnimmt. Ihr habt nur Carbon, ihr habt Alumasten. Es gibt auch Alumasten, genau, wenn man ein bisschen preisgünstiger einsteigen will, was auch eine ganz pfiffige Sache ist. Es gibt auch einen Access-Adapter. Ja. Also alle, die einen Alu-Access-Mast fahren und jetzt auf der Suche sind nach ein bisschen lebendigerem Foil, können nur das Flugzeug nehmen. Genau, können quasi sehr leicht umsteigen, müssen noch nicht auf den Carbon-Mast umsteigen. Access hat halt ein sehr großes Programm, halt, was halt eher tendenziell ein bisschen mehr auf Kontrolle, wie bei Fanatic ausgerichtet ist, und ein paar performance-orientierte Flügel. Hier ist das Programm in dem mittleren Teil, würden wir sagen, halt ein Verhältnis etwas größer. Genau. Dementsprechend. Ja, man hat auch diesen Kontrast zwischen Access, sehr viel Druck auf den Füßen. Stimmt. Und Unifoil fühlt sich sehr, sehr locker im Vergleich zu Access an. Ich bin auch lange Access gefahren. Also da merkt man einen deutlichen Kontrast. Aber wenn jemand wirklich von diesem Locked-In-Feeling einiger Marken weg möchte, gibt es quasi die Option, dass man nicht direkt. Und wenn man halt günstig einsteigen will, dann ist der Alumast eine günstige Alternative, sonst Carbon. Wollen wir über Preise sprechen? Ja, also so. Komplett Carbon-Set, 75er Mast, fängt ungefähr bei 2.400 Euro an und geht mit dem längsten Mast, größter Flügel, bis hoch auf knapp 2.900 Euro. Aber das Schöne ist, im Vergleich zu anderen Marken, man hat alles dabei. Ja. Voll Titan-Set, also kein Edelstahl mehr, auch Titan-Inserts, das heißt, wir haben ein richtig High-End-Produkt. Ja. Überall Cover dabei, wir kriegen ein ganzes Tool-Set dazu, was auch sich im Vergleich zu anderen Marken ein bisschen absetzt. Wir haben eine Tasche bekommen, direkt eine Kiste, wo alles schön sortiert ist. Also es sind Kleinigkeiten, aber die machen die Handhabung schön. Haben unsere Schlüssel dabei. Wir kriegen auch direkt ein Ratschensystem mit. Das heißt, die Montage ist viel schneller. Ja. Wir haben sozusagen bei Unifoil ein schönes Rundum-Sorglos-Tapet, wenn man sich für ein Komplettset entscheidet. Im Moment haben wir auch G10 Backwings. Ja. Und da bekommt man drei Stück. Das kommt nämlich aus dem Prone-Foilen. Wir haben drei verschiedene Profile, das heißt immer die gleiche Outline in drei verschiedenen Profilen für mehr Vorderfußdruck, neutral oder Backfoot Pressure. Ja. Das heißt für Leute, die sehr leicht sind, die können quasi einen negativen Flügel hinten fahren. Und dadurch hat man extrem coole Möglichkeiten als fortgeschrittener Fahrer, sich das voll perfekt auf sich einzustellen und vor allem auch auf sein Board. Ja. Das ist so, das sind so die Feinheiten, die bei Unifoil sich so ein bisschen von den anderen absetzen. Neutralität bitte in puncto Winkel halt, was jetzt die Kompatibilität mit Boards verschiedener Hersteller angeht. Was man merkt ist, Unifoil wird eher zwischen den Füßen gefahren, weil es aus dem Braunfoilen kommt. Das heißt, man muss darauf achten bei den Boards,
dass die Boxen lang genug sind. Also ja, ältere Modelle, wenn ich jetzt noch von vor zwei Jahren ein Modell habe oder ähnlich, kann man das nicht weit genug nach vorne, außer ja, man ist leicht genug. Ja, okay. Also Leute, vor allem meiner Gewichtsklasse, 90 Kilo, 80, ja, 95 Kilo, die müssen sehr darauf achten, dass sie Boards wählen, die lange Trackboxen haben, ja, oder halt allgemein die Boxen ein bisschen weiter vorne. Ja. Kommt immer darauf an, welche Marke man da nimmt, weil natürlich jetzt zum Beispiel Fanatic oder ähnliche große Marken stimmen natürlich ihre Boards auf ihre Foils ab. Deshalb eignet sich bei Unifoil meist zum Beispiel auch eher so kleine Brands wie Apple Tree zum Beispiel, ja, zu nehmen oder halt Marken, die halt auch ähnlich fahrbare Foils haben. Ja. Das ist immer, ja, so, wo man drauf achten muss. Wenn man leicht ist, hat man das Problem nicht wirklich, ja, weil man eh nicht so viel Kraft auf den Flügel auswirkt. Das sind so die einzigen Sachen, die man machen kann. Man kann es ein bisschen kompensieren, indem man den Mast schimmt, aber das sorgt dann natürlich immer für Probleme beim Low-End, weil der Winkel des Mastes anders ist. Das heißt, alles startet ein bisschen später. Da einfach darauf achten, dass man eine lange Trackbox hat, ja, und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Genau. Das sieht alles wunderbar aus halt. Ich sag mal, das war mal wirklich ein professioneller Abriss halt des gesamten Programms. In einer sehr, sehr guten Erklärung. Herzlichen Dank. Gern geschehen.